In diesem Jahr feiert Israel den 65. Jahrestag seiner Gründung und damit auch den Neuanfang des jüdischen Volkes nach dem Holocaust, nach der Ermordung von 6 Millionen Juden durch Nazi-Deutschland. Für Angela Merkel ist die Sicherheit Israels Staatsraison. Doch was bedeutet diese historische Verantwortung in einer Zeit, in der sich Israel immer noch in seiner Existenz bedroht sieht und zugleich immer wieder selber am Pranger steht, wegen der Besetzung der palästinensischen Gebiete und wegen seiner Siedlungspolitik? Der deutsche Außenminister sieht die Rolle Deutschlands vor allem darin, immer wieder neu Vertrauen zwischen Israelis und Palästinensern aufzubauen. Die deutsche Außenpolitik im Nahen Osten ist einmal getragen und geprägt von der besonderen Partnerschaft und Freundschaft mit Israel. Das ist eine Verantwortung, die bleibt. Es ist übrigens auch eine demokratische Wertepartnerschaft, die Israel und Deutschland verbindet. Aber wir haben durch die Arbeit der letzten Jahrzehnte auch sehr viel Anerkennung und Respekt uns erworben auf der Seite der Palästinenser. So gesehen sind wir ein Land, das auf beiden Seiten angenommen und mit den Ratschlägen auch ernst genommen wird. Und diesen konstruktiven Einfluss wollen wir auch nutzen. Rüstungsexporte in Spannungsgebiete sind eigentlich verboten. Trotzdem sind sogar die Grünen bereit, Israel mit Waffen zu unterstützen, solange es nicht um Israels atomare Aufrüstung geht. Der grüne Außenminister Joschka Fischer hat einmal gesagt, dass die Sicherheit Israels daran hängt, dass das Land den Nachbarn militärisch überlegen ist. Dieser Sicherheit sind wir selbstverständlich weiterhin verpflichtet. Aber bei Atomwaffen ist die beste Lösung für alle im Nahen Osten, dass es in der ganzen Region keine Atombomben mehr gibt. Hier in Ramallah ist der Amtssitz der palästinensischen Autonomiebehörde. Deutschland hält enge Kontakte zur Regierung von Präsident Abbas und unterstützt das Westjordanland mit jährlich 80 Millionen Euro. Doch zum Gebiet der Palästinenser gehört nicht nur das Westjordanland, sondern auch der Gazastreifen. Dort regiert die islamistische Hamas, die das Existenzrecht Israels weiter bestreitet. Offiziell lehnt Deutschland Kontakte mit der Hamas deshalb weiter ab. Ein Fehler, sagt die SPD. Wer an der Situation im Nahen Osten etwas ändern will, darf sich auch dem Dialog mit der Hamas nicht länger verweigern. Wir wollen auch eben nicht nur die Fatah in diese Gespräche oder auch die palästinensische Regierung einbeziehen. Ich glaube, wir müssen uns auch öffnen gegenüber der Hamas, zumindest den Teilen, die auch bereit sind, einen Dialog zu führen. Und wir haben Erfahrungen in den letzten Jahren gemacht, insbesondere als Parlamentarier, dass es hier in einzelnen Bereichen auch eine Offenheit gibt. Eine Besonderheit gibt es bei der Linkspartei, denn es ist die einzige Partei mit einem Flügel, der offen anti-israelische Positionen vertritt und damit auch die eigene Führung immer wieder in Verlegenheit bringt. Die Führung selber tritt wie alle anderen Parteien auch für das Existenzrecht Israels und für die Zwei-Staaten-Lösung mit den Palästinensern ein. Die Kritik an der Besatzungspolitik verbindet die Linkspartei allerdings mit der Forderung, wirtschaftlichen Druck auf beide Seiten auszuüben. Ich würde die Beziehungen auch gerade wirtschaftlicher Natur viel stärker mit dem Druck verbinden, dass endlich Friedensverhandlungen zwischen Palästina und Israel stattfinden muss, dass Israel als Ausgangspunkt die Grenzen von 67 zu akzeptieren hat und letztlich auch wollen muss, dass Palästina ein völkerrechtliches Subjekt wird. Aus Sicht der CDU ist der Konflikt mit den Palästinensern allerdings gar nicht das derzeit dringlichste Problem. Die Union will Israel vor allem gegenüber dem Iran stärken und gegenüber dessen Plänen eine Atombombe zu bauen. Und sie sieht in diesem Zusammenhang sogar in den deutschen Waffenlieferungen an Saudi-Arabien ein Mittel, Israel zu unterstützen. Nach der alten Devise, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Wir haben in der wertegeleiteten Außenpolitik zum Beispiel ja schon die Frage, darf man Waffen an schwierige Partner liefern? Und wir machen das in Saudi-Arabien beispielsweise auch, um die Stabilität für den jüdischen Staat Israels zu garantieren, um einen Schutzwall gegenüber dem Iran aufzubauen. Und das ist etwas, was natürlich ein gewisses politisches Risiko mit sich bringt, aber letztendlich sich auch dieser Frage der Staatsraison, den jüdischen Staat zu schützen, unterordnet. Bis auf die Linkspartei betonen alle Parteien immer wieder ganz bewusst die Gemeinsamkeiten in der deutschen Nahostpolitik. Doch angesichts der enormen Krisen Syrien, Iran, der Instabilität in den Nachbarländern nach dem arabischen Frühling und den ungelösten Konflikten mit den Palästinensern ist die Lage in der Region so explosiv wie noch nie. Und so wird die historische Verantwortung Deutschlands für Israel in den kommenden Jahren mehr denn je auf die Probe gestellt werden.